Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Eigentlich sollte der Herr Sebastian Finke heute dieses Webinar gehen, aber leider ist er kurzfristig verhindert. Und aus diesem Grunde mache ich dieses Webinar. Ich bin für ihn eingesprungen. Und wir fangen auch gleich an. Dieses Webinar wird ungefähr eine halbe Stunde dauern. Ich hoffe, ich überziehe es nicht. Ich zeichne es auch auf und richtet sich wirklich an die Personen, die ganz neu mit FileMaker anfangen. Wir haben noch weitere Webinar-Serien, die heißt es FileMaker Training Series zum Beispiel, dass wir auch dort führen, meistens montags nachmittags, also um 15 Uhr wird es durchgeführt, was ich dann auch mache. Und bevor wir starten, eine kleine Präsentation und dann gehen wir auch schon gleich ins Eingemachte. Also grundsätzlich ist es so, das Thema ist heute individuelle Lösungen mit FileMaker zu erstellen. Und das ist eine ganz kurze Einführung zu FileMaker Pro, wie Sie mit FileMaker Pro verwenden können und was gibt es für Technologien drumherum. Als erstes ganz vorab nochmal kurze technische Informationen. Die Audioübertragung, das heißt, man kann über das Lautsprecher verfolgen. Wir hosten das über Citrix und wenn es Probleme gibt, bitte den Citrix Support kontaktieren. Telefonnummer ist die 0800 182 4786 oder auch diese Support Hotline. Ich weiß nicht, ob Sie gleich ad hoc helfen können, aber in den meisten Fällen hat es kaum Probleme gegeben. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich werde nach dem Webinar, das heißt, wenn ich mit meinem Thema durch bin, die Fragen durchgehen und auch einzeln beantworten und werde die Frage vorher vorlesen und dann da auch eine Antwort drauf geben. Sie haben in Ihrem Panel ein Fragefenster, da können Sie Ihre Fragen reingeben. Da ich dieses Webinar alleine mache, habe ich also nicht die Möglichkeit, gleichzeitig die Fragen zu schauen, zu präsentieren, mich auf das Produkt zu konzentrieren und eine Vorführung zu geben. Also ein bisschen gedulden dann. Fragen werde ich dann nach dem Webinar beantworten. Gut, dann fangen wir auch gleich an. Oft ist es ja so, dass Sie Geschäftsanforderungen haben. Sie brauchen, müssen Kontakte verwalten, Sie müssen Inventar verwalten, Sie haben Umfragen, Sie haben Produktkataloge, Sie haben Meetings und so weiter. Und oft nicht die richtige App zur Verfügung, die Ihnen diese Lösung abnimmt. Und oft ist auch so, Fragen auf gemeinsamen Lösungen und Dateien zuzugreifen, ist immer auch Projektmanagement. Und oft ist es so, die Fragestellung, arbeiten Ihre Teams so? Das heißt Papier, Dateien, Anwendung, Insellösungen, die dann von jemandem mal erstellt worden sind, der es eigentlich nur auf seinem einen Rechner drauf hat. Dann sehr, sehr interessant ist auch das Austausch von Tabellen und Excel-Sheets, zum Beispiel Spreadsheets, zu lösen. Und das geht natürlich auch mit einer gewissen Ineffizienz her. Oft ist es so, arbeiten 50% der Mitarbeiter sind durch dieses Suchen in den Bereichen mit Papier, mit Dateien und irgendwo, wo finde ich jetzt was, unproduktiv und bis zu 50%. Und dann gibt es die Möglichkeit, die verstreuten Informationen müssen gesammelt werden. Das heißt, 4 Wochen suchen für durchschnittlich pro Jahr gesehen dann, die ich nur verbringe, mit irgendwelchen Informationen zu suchen, Ad-hoc-Prozesse einfach mal schnell zu generieren, die ohne irgendwelche Absprachen stattfinden. Dann ist oft auch 67% Datenverlust gegangen, Papier ist weggeschmissen worden, Dateien wurden gelöscht und die Excel-Sheets wurden unbrauchbar, alles sind kaputt gegangen. Das heißt also, ist oft so, dass wir hier eine unflexible Technologie einsetzen und so weiter. Ja. Genau in diesem Bereich passt FileMaker rein. Wir haben auf der einen Seite die Apps und auf der anderen Seite haben wir dann die Programmierung von Aufgaben. Aber die meisten Leute, die mit FileMaker arbeiten oder die meisten Leute, die ihr tägliches Geschäft verrichten müssen, haben keine Erfahrung in Programmierung oder auch keine Erfahrung in Programmierung von Apps. Und da passt genau FileMaker rein. FileMaker ist eine Lösung, die es relativ schnell und sehr einfach ermöglicht, Lösungen zu erstellen, beziehungsweise Apps zu erstellen und die auch dann zu publizieren, auch gemeinsam zu benutzen. Das heißt, das bietet einen neuen Weg für Ihr Unternehmen. Hier ein kleines Kundenstatement. Das heißt, von einem Inhaber in der Seapreece Farm, der Käse herstellt. Ich könnte ganz allein individuelle iPad-Lösungen erstellen, die unsere Mitarbeiter auch wirklich nutzen wollen. Das heißt also, hier sieht man den Eigentümer, der kein Programmierer ist, der hat die Möglichkeit gehabt, diese Lösung zu erstellen und auch zu verteilen. Ja, fangen wir mal an, mit einer Lösung aufzubauen. Das heißt, Sie kennen den Fall, Sie haben hier Kunden als Excel-Sheets, Sie haben hier Arbeitsaufträge als Excel-Sheets und Sie wollen
diese Möglichkeit zusammenbekommen. Sie haben auch Bilder, die mit eingefügt werden können. Und Sie wollen letztendlich dann auch Verträge mit einbauen und haben dann eine Lösung. Eine Lösung könnte ungefähr mit ein bisschen Hirnschmalz, könnte man auf den Punkt hinkommen, dass wir das am Ende so haben. In 20 Minuten komme ich natürlich nicht so weit. Ich werde Ihnen die Lösungen kurz mal vorführen und zeigen, wie sie dann ausschaut und komplett fertig. Wir starten einen kleinen Anfang, wo die Contracts und die Work Orders vielleicht ein bisschen überblicken und anschließend gehen wir noch in die fertige Lösung rein. Ich zeige Ihnen auch die Möglichkeit, wie ich die Sache dann verteile, dass jeder darauf zugreifen kann. Gut. Mit der Präsentation mache ich nachher weiter. Wir haben hier ein Excel-Sheet mit Kunden. Das heißt, wenn ich hier draufklicke, sehen Sie hier, sind verschiedene Kunden mit drinnen. Und die erste Zeile sind hier Kundennummer, Kundenmanager und verschiedene andere Möglichkeiten. Das heißt, Kundennummer ist eine eindeutige Nummer. Dieses Excel-Sheet nehme ich her und ziehe es mal auf FileMaker. In dem Fall habe ich die FileMaker Pro 14. FileMaker analysiert dieses Excel-Sheet und sagt, okay, was ist im ersten Bereich drin? Das sind die Feldnamen. Dann habe ich mir schon die Mühe gespart, die Felder in FileMaker zu definieren. Sage ich okay. Und dann, wo soll ich das auch abspeichern? Und sage dann hier bei Kunden konvertiert. Speichere es ab, sichere das. Und habe hier meine ersten Datenbank. Sie können ganz normal suchen. Sie können hier zum Beispiel nach der Anna suchen, in dem Bereich Anna, und finden dann zwei Annas, die im Datenbereich sind. Sie haben die Möglichkeit, wieder alle Datensätze anzuzeigen, dann auch alle aufgerufenen Datensätze zu löschen. Und es stellt sich eigentlich dar wie ein Excel-Sheet. In dem Fall sage ich wieder alle Datensätze anzeigen. Und mit diesem Excel-Sheet kann ich jetzt weiterarbeiten. Was ich als nächstes noch machen möchte, ich möchte auch gleichzeitig die Arbeitsaufträge mit reinbekommen. Das heißt, ich gehe her und importiere Datensätze, eine Datei, und habe hier meine Arbeitsaufträge. Ich sage öffnen, öffne die, und was ich jetzt haben möchte, ich möchte sie nicht in die Kundentabelle importieren, sondern ich möchte sie in die neue Tabelle Arbeitsaufträge importieren. Gut, gebe das an, sage auch hier den ersten Datensatz nicht importieren. Das enthält dann auch den Feldnamen, sage importieren und habe jetzt 1441 Artikel bzw. Servicedienstleistungen hier hineingefügt. Einmal die Jobnummer, Kundennummer, Datum, Teamleiter, Beschreibung und Stunden sind damit drin. Gut, um eine Datei jetzt schön zu machen, weil das ist ja jetzt nicht optimal. Ich kann es natürlich auch schon nutzen. Ich habe die Möglichkeit, das schon jetzt freizugeben, indem ich hergehe und sage, unter Sharing zum Beispiel mit FileMaker gemeinsam Client gemeinsam nutzen. Oder ich kann es dann auf dem FileMaker Server hochladen. Dazu muss ich allerdings erstmal noch kurz was vorbereiten, indem ich sage, verwalten Sicherheit, und habe ein Privileg, das ich hier verändern muss. Das heißt, ich bearbeite dieses Wann, das ist der volle Datenzugriff, und sage, es soll über FileMaker zugreifen können und eventuell auch bei WebDirect. Das ist die erste Vorbereitung, die ich machen muss, dass man gemeinsam mit dieser Lösung arbeiten kann. Er fragt mich hier noch, ob das Konto ohne Passwort sein soll. Im Grunde genommen muss man ein Passwort setzen, aber hier zu Demozwecken soll das vollkommen ausreichen. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich macht die Datei hoch auf dem FileMaker Server, oder ich kann auch sagen, mit FileMaker Clients gemeinsam nutzen. Das mache ich in diesem Fall und sage die Kunden, sage alle Benutzer dürfen nutzen. Ich kann auch Benutzer nach Berechtigung angeben, die damit arbeiten können. Er gibt mir hier die Adresse an, wo das gehostet wird. Dann sage ich okay. Und okay. Und jetzt ist die Datenbank auch schon freigegeben. Den gemeinsamen Zugriff werde ich dann später dann zeigen, wenn wir hier ein bisschen weitergearbeitet haben. Jetzt heißt es natürlich, diese Layouts ein bisschen anzupassen, und ich möchte, meine Aufgabe ist zum Beispiel, ich möchte mit dem iPad drauf zugreifen, und dann kann ich also hergehen, ich gehe in den Layout-Modus, und zwar bin ich schon im Layout-Modus hier, ich sage Layout bearbeiten, dann bin ich im Layout-Modus, bekomme hier einen Bereich, der heißt Inspektor. Dieser Inspektor zeigt die Objekteigenschaften der verschiedenen Bereiche hier drinnen an. Und was ich mache, ich erstelle ein neues Layout. Dazu gehe ich hier, drücke dieses Pluszeichen hier oben, und ich möchte ein Layout bauen für ein Touchgerät und sage hier fürs iPad. Ich sage hier zum Beispiel dann Verträge oder Auftragserfassung, Auftragserfassung. Und oft macht es sinnvoll zu sagen, okay, für was ich das hernehme, und in dem Fall sage ich hier ein Schrägstrich und sage hier iPad.
Dann kann ich später auch genauso unterscheiden, für was ich da arbeite. Und da wir iPad nehmen, nehmen wir das iPad, sagen hier Formular und sagen im Querformat. Und fertig. Gut, FileMaker wählt dann automatisch ein Layout-Theme, das heißt ein Stil, den Visionär Touch. Da gibt es mehrere Stile hier. Das ist sind Touch-Stile und das sind Layout-Designs, sind Themes für den normalen Desktop und PC. Wir arbeiten hiermit weiter. Als erstes wollen wir hier dann ein Logo hinzufügen, das ich schon vorbereitet habe. Ich nehme dieses Logo und ziehe es hier auf meinen Bereich rein. Das heißt, es passt hier in die Obernavigation rein. Das sind zwei Leisten, die bleiben dauernd sichtbar. Da kann ich meine Buttons verteilen, da kann ich bestimmte andere Informationen reinbringen und kann zum Beispiel sagen, ich möchte hier dann auch reinschreiben, das ist meine Auftragserfassung. Auftragserfassung. Gut. Als nächstes ziehe ich jetzt hier die entsprechenden Felder rüber oder gebe die Felder an. Dazu habe ich hier die Möglichkeit zu sagen Feldauswahl. Und was möchte ich hier zeigen? Ich möchte hier, mache ich mal das zu, ich gehe rein und möchte also von der Kundentabelle den Kunden haben. Ich möchte hier den Kunden haben. Ich möchte es haben, zwar mit der Hochstelltaste kann ich dann auswählen, Kunde, dann nehme ich die Telefonnummer, zum Beispiel E-Mail, Telefon, Arbeit wäre vielleicht nicht schlecht und dann würde ich noch sagen den Ort und gehe her und habe hier unten die Möglichkeit, die Felder rüber zu ziehen. Ich kann sagen, wie soll die Beschriftung platziert sein, ob es horizontal, vertikal ist und ich gehe her und ziehe jetzt diese Bereiche hier rüber. Und bekomme dann hier dann den Bereich hier mit der Beschriftung. Das ist schon mal sehr gut. Und was mir jetzt natürlich noch fehlt, ist eventuell noch ein Bild. Und ich habe hier in dieser Feldpicker oder Feldauswahl die Möglichkeit, auch neue Felder zu erstellen, wenn ich die Berechtigung für die Datei habe. Da ich in dem Fall als Admin eingeloggt bin, sage ich hier, ich möchte hier ein neues Feld erstellen. Sag neues Feld und dieses neue Feld halt einfach Bild. Und dieses Bild hat einen Typ Zeitstempel, zum Beispiel Container. Container können Bilder aufnehmen und kann es dann auch gleich verwenden, auch anzeigen. Und zwar gehe ich jetzt her und ziehe dann dieses Bildfeld, und zwar ohne Beschriftung hier, mit dem Bereich hier rüber in mein Layout und habe hier mein Bild. Das mache ich ein bisschen größer. Das ist auch anschaut. Ich kann auch hier die Bereiche hier auswählen mit der Command-Taste 1 oder mit der Hochstelltaste und der Maustaste gedrückt, kann ich den Bereich noch ändern. Ich kann hier das so anklicken, habe die Möglichkeit, das noch größer und kleiner zu machen und verschiedene Möglichkeiten einzuzeigen. Gut, um das noch weiter zu vorbereiten, gehen wir gleich hier nochmal und machen so eine genannte Registerkarte, ziehen die hier noch auf, weil hier möchten wir unsere Arbeitsaufträge vor Probekunden dann ansehen. Da sage ich Aufträge erstellen und ich gehe her und sage, ich möchte hier dann noch vielleicht dann noch die Verträge drin haben. Zu dem einzelnen Bereich, sage erstellen, sage hier Linksausrichtung auf Blocksatz, dann verteilt sich das im Registerkarten direkt im ganzen Bereich, sage ich okay und habe hier das mal drinnen. Jetzt schauen wir uns das mal im Layout-Modus an, Command B geht in Browse-Modus rein und ich habe hier schon meine Datensätze drinne, kann durch meine Datensätze hier oben durchbrausen, kann diese Befehle natürlich auch auf Buttons setzen und mit Buttons verändern und kann auch Bilder hinzufügen. Das heißt, ich habe hier per Bilder vorbereitet, indem ich hergehe jetzt dann auf den Bereich her. Zu gehen und sage, ich habe hier meine Bilder und kann jetzt hier auf den einzelnen Datensätze, gehen wir auf den ersten drauf, ziehen wir mal das Bild hier rein. Dann gehen wir mal aufs nächste, ziehen wir mal die Pinie hier rein. Die Pinienbereich und machen wir noch einen dritten und ziehen dann hier Optimum. Gut, aber hauptsächlich ganz wichtig ist ja, wir wollen ja zu diesem Auftragserfassung auch noch zu diesen Kunden auch noch die verschiedenen Aufträge sehen. Am Anfang hatte ich ja, wie Sie gesehen haben, alles importiert und jetzt muss ich eine Möglichkeit schaffen, dass ich
jeden Auftrag zu diesen entsprechenden Kunden finden kann. Dazu gehe ich her und muss eine sogenannte Relation oder Verknüpfung aufbauen. Ich gehe in den Bereich Verwalten, Datenbank, habe hier meine Kundennummer, habe hier eine Datenbank, hier wird die komplette Datenbank definiert oder auch die App definiert, habe hier meine Tabellen, habe hier meine Beziehungen und meine verschiedenen Felder. Und was ich mache, ich baue eine Beziehung auf zwischen dem Kunden und den Arbeitsaufträgen, die ich ja vorhin schon importiert habe. Und zwar mache ich das über die Kundennummer. Das heißt, jede Kundennummer hat dann die entsprechenden Aufträge. Und die Kundennummer selber sind auch in diesem Bereich mit gespeichert. Ich kann noch hergehen und noch was machen. Das heißt also, normalerweise in Relation auf eindeutigen Werten aufgebaut. Wenn ich mit Doppelklick hergehe, kann ich sagen, hier Überprüfung und sage, es soll ein eindeutiger Wert drin sein. Das heißt, wenn ich später arbeite, verhindere ich, dass dann doppelte Kundennummern herauskommen und habe dann die Relation aufgebaut. Gut, aber ich sehe hier da immer noch nichts. Das heißt, der nächste Punkt ist, ich gehe wieder in den Layout-Modus. Und zwar hier habe ich die Möglichkeit, unter Ansicht rüber zu gehen. Oder ich habe die Möglichkeit, jetzt muss ich mal das Fenster ein bisschen kleiner machen. Ich hoffe, ich komme dran. Mach das ein bisschen kleiner. So. Und habe hier unten die Möglichkeit, in den Layout-Modus zu gehen oder mit Kurzbefehl. Ich sehe hier wieder Layout-Modus und jetzt ziehe ich in den Layout-Modus hier ein Portal rein. Das Portal ist dieses Symbol hier oben, heißt auch Ausschnittsreihe. Gehe her, ziehe die Ausschnittsreihe in meine Registerkarte mit rein und sage unbekannt, sage, ich möchte von Arbeitsaufträgen die Bereiche sehen. Ich kann sagen, ich möchte sortieren. Ich kann sagen, wie viele Zeilen gezeigt werden sollen, zum Beispiel 5. Es soll ein Scrollen zugelassen werden und zwar nur beim Scrollen selber. Dann sage ich okay. Füge jetzt dann hier zum Beispiel die Jobnummer hinzu, das Datum, die Beschreibung und die Stunden. Und sage ich okay. Und dann habe ich jetzt hier meine Lösung aufgebaut, indem ich hergehe und wieder im Browse-Modus schaue ich mir das an. Und sehen hier, wenn ich jetzt durch die verschiedenen Kunden durchscrolle, sehe ich aus, ich mache mal ein neues Fenster. Und in diesem neuen Fenster zeige ich Ihnen mal die Arbeitsaufträge an. Das sind diese Arbeitsaufträge, die Sie jetzt hier sehen, die ich jetzt hier gemacht habe. Die sehen Sie jetzt hier dem entsprechenden Kunden zugeordnet. Über die Kundennummer haben wir eine Relation erstellt und diese Relation macht es uns möglich, hier Kundennummer anzuzeigen. Als letztes, bevor ich in die wirklich fertige Lösung reingehe und es aufs iPad mal kurz demonstriere, gibt es eine ganz kleine Hinzufügen nochmal, das heißt, ich möchte hier zum Beispiel in Arbeitsaufträge die Stundensummen erfassen. Und zwar gehe ich her, sage bei Kunden und gehe her, sage neues Feld, sage ich Gesamt. Ich hoffe, ich bin im richtigen Bereich, ansonsten muss ich es nochmal neu machen. Sage Gesamt. Gehe her als sagen, ein Statistikfeld und sage Erstellen. Und zwar möchte ich die Summe, und zwar bin ich jetzt doch auf dem falschen Bereich drauf. Das heißt, ich muss doch in die Arbeitsaufträge reingehen. Sage ich nicht speichern, sage ich hier Gesamt. Mache ich ein Statistikfeld, sage Erstellen. Und zwar soll ich die Summe von den Stunden aufführen. Sage ich OK und OK. Und jetzt, wenn ich mich wieder in den Layout-Modus bewege, dann gibt es hier die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte von den Arbeitsaufträgen dann noch den Gesamtbereich aufführen und zeige diesen Gesamt hier unten an. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, dann müsste hier eine Gesamtarbeitszeit von allen Aufträgen hier drinnen erscheinen. Kann es natürlich noch ein bisschen anpassen. Habe hier verschiedene Werkzeuge auch zu sagen, okay, ich möchte das hier, wenn ich hier draufklicke, kriege ich dann die Textformatierung her. Kann sagen, ich möchte das rechtsbündig und linksbündig machen. Kann das auch hier rüberziehen, halt, das war es, mit Command Z kann ich wieder zurückgehen. Möchte das Gesamte noch ein bisschen rüberziehen, dass es hier mit dem übereinstimmt etwa. Kann auch sagen, ich möchte, indem ich den Inspektor hier verwende, auch sagen, ein Währungsfeld draufsetzen. Das heißt, ich sage Währung von diesem Feld und zwar geht es um den Bereich Daten.
Allgemeinwährung und wähle die Währung aus und dann sage ich Command B und habe es abgespielt und jetzt sehen Sie hier dann die Währung. Das gefällt mir zum Beispiel jetzt nicht, dass es keine Leerstelle drin zwischen diesen Währungen. Da gehe ich her und verändere diese Währung und sage hier in dem Bereich einfach dann nochmal Währung rein, Command B zurück. Jetzt habe ich hier auch eine Leerstelle drin und schön formatiert. Das sollte hier bis dahin reichen, weil ich möchte es ja noch auf dem iPad vorführen und ich möchte Ihnen auch die Lösung mal zeigen, wie sie komplett fertig ist. Das heißt also, es ist schon recht ansprechend und ich kann es auch auf dem iPad auch gleich direkt verwenden. Gut, ich gehe jetzt mal her, sage Remote öffnen. Remote öffnen habe ich hier einen Rechner abgesetzt als Server und da habe ich die Kundendatei schon drauf gespeichert. Das heißt hier, so würde die Kunden ausschauen. Fertig, wo die verschiedenen Informationen drin sind, wo ich durchgehe, wo ich die Möglichkeit habe, Arbeit hinzuzufügen, wo ich die Möglichkeit habe, Blick auf den Vertrag zu werfen, wo ich einen Standort bekomme zum Beispiel, der mir dann über Google Maps dann den Standort hier zeigt und anführt. Das heißt, ich kann hier drauf gehen und sehe dann hier, wo ich mich gerade befinde, habe auch die Möglichkeit, Stundenberichte abzustarten. Und das ist alles mit diesen Techniken, die ich hier gemacht habe. Ich habe gesehen, ich habe Verträge auch falsch geschrieben, nämlich Verträge. Passt nicht sinngemäß, aber es ist okay. Gut, jetzt möchte ich mal hier auf diesen Bereich zugreifen, und zwar über ein iPad, auf diese Datei. Dazu habe ich eine Software installiert, die heißt Reflektor. Mit Reflektor, ich hoffe, es klappt diesmal, weil in den letzten Tagen hatten wir Schwierigkeiten gehabt. Gehe hier drauf und öffne mein iPad. Sage, geh bitte, ja, das heißt das iPad, es ist da, mache es wieder kleiner, mache das hier zu, öffne jetzt einmal FileMaker Go. FileMaker Go ist eine kostenlose Software, kostenlose App, die Sie im App Store herunterladen können und habe hier unten einen Button, den ich jetzt drücke, der heißt Host. Host schaut nach, welche Rechner sind in der Nähe und in dem Fall ist der Bereich Kunden. Wenn ich auf Kunden draufklicke und das hier mache, dann habe ich hier die Ansicht über meinen Bereich. Ich habe hier noch ein Feld, wo ich wischen kann. Ich kann auch hier genauso wischen, da oben hier. Das heißt, wenn ich da geht es aber nicht, da muss ich kann nicht wischen, da muss ich hier da draufklicken, kann hier aber auf dem iPad hier durchwischen und dann die Bilder herunterladen. Ich kann auf bestimmten Bereichen draufgehen. Ich kann auch sagen, okay, einen Datensatz bearbeiten, klicke dann auf dem iPad da drauf, klicke drauf und setze mal Forschungsparks, sag mal Forschungsparks rein. Und jetzt versuche ich das Gleiche hier auch auf dem Rechner zu machen. Und da sage ich auch Parks. Dann bekommt eine Meldung hoch, dass der Datensatz bereit bearbeitet wird. Wenn Sie das mit Excel-Sheets machen, dann kriegen Sie ein Problem, weil das klappt nicht. Es wird einfach nicht angezeigt, dass der Datensatz derzeit bearbeitet wird. Ich kann eine Meldung senden, kann zum Beispiel sagen, bitte beenden, bitte beenden und sage OK. Und dann bekomme ich hier auf meinem iPad eine Meldung von Michael, bitte beenden. Und sag fertig, gehe hier raus und gehe auf einen anderen Datensatz zum Beispiel. Hier kann ich hier unten dann navigieren, gehe hier wieder drauf und dann kann ich hier Forschungsparks und kann jetzt hier das wieder als Forschungspark zurücksetzen. Und wenn ich jetzt wieder aus dem Datensatz rausgehe, ich gehe meinen vor zurück und gehe auf meinem iPad mit zwei Finger wischen oder mit zwei Finger wischen, komme ich auf den nächsten Datensatz. Das heißt, ich wische gerade hier auf meinem Rechner mit zwei Finger auf den Bereich. Der letzte Punkt, den ich hier noch kurz zeigen möchte, ich hoffe, es klappt, möchte ich mal hier über WebDirect noch drauf zugreifen von meinem iPad. Das können Sie natürlich auch von einem Android-Device machen. Ich gehe dazu her und rufe Safari auf, gebe in Safari eine IP-Adresse an, das in dem Fall ist es 192.168.240.66/, der Bereich heißt hier FMI. Gehen wir das mal im Hintergrund mit denen und da auch und mache das hier in dem Bereich hier mit rein. Das können wir auch zumachen hier. FMI/WebD und jetzt öffnen.
Eröffne das, bringt das gleiche Interface hoch wie für FileMaker Go. Ich öffne, sage Kunden. Öffne Kundendatenbank. Wir haben ja ein eigenes Interface hier geschaffen. Und jetzt habe ich das auf dem WebDirect geöffnet. Das heißt, ich kann auch hier hergehen und kann auch hier, da muss ich allerdings die Punkte bedrücken, da unten, die ich hier drauf habe, durchgehen. Ich habe die Möglichkeit, hier durch die Datensätze durchzugehen und kann auf die Datensätze anzeigen, sehe hier die verschiedenen Bereiche, Vertrag, da habe ich natürlich jetzt kein Fenster, kein Bild mehr drin. Und das ist mein Vertrag, meine Arbeitsaufträge kann ich anschauen, kann man Standort machen. Ich kann hergehen, auch ein Foto aufnehmen, zum Beispiel über WebDirect. Klicke ich mal hier rein, gucken, ob es hier auch funktioniert oder ob es gesperrt worden ist. Nee, es geht hier nicht mit dem, weil das Feld wurde nicht für den Bereich freigegeben dann. Gut, aber es soll hier einfach mal reichen. Und ja, dass Sie einfach mal sehen, wie gut ich dazu will. Ich melde mich hier auch wieder ab, indem ich hier auf diesem Folder drauf drücke, sage abmelden und habe hier so die drei Möglichkeiten gezeigt, wie ich auf eine FileMaker Pro Datei komme. Ich beende mal Reflektor jetzt und gehe jetzt dann in der Präsentation weiter, bevor wir dann die Fragen, beziehungsweise ich beantworte jetzt die Fragen und mache dann die verschiedenen, der Rest meiner Links. Eine Fragenbank, Rezeptdatenbank für Kitas mit Möglichkeit, muss ich das Fenster ein bisschen größer machen. Es wurde die Frage gestellt, eine Rezeptdatenbank für Kitas mit der Möglichkeit, Rezepte auszudrücken, Wochenpläne zu erstellen, automatisch allergene Zusatzstoffe auszuweisen. Es ist möglich, das mit FileMaker zu machen, aber das kann man hier jetzt nicht auf der Schnelle zeigen. Also grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, das mit FileMaker zu erstellen, mit den Mitteln, die ich Ihnen gerade vorgeführt habe. Oft gibt es auch in Ihrer Gegend einen FileMaker-Entwickler, der Ihnen da helfen könnte. Oder Sie haben einen technisch affinen Mitarbeiter da, der sich mit FileMaker reingeht, die Lösung und dann die Lösung erstellt. Gut, wir warten noch ab. Es werden auch sicherlich noch einige andere Fragen kommen. Ich gehe jetzt wieder zurück in meine Keynote und mache den Rest noch von dieser Keynote auf und führe das noch vor. Das heißt, was haben wir gemacht? Das mache ich mal das hier noch kurz wieder zu. Das haben wir jetzt gemacht, eine Lösung aufgebaut mit den verschiedenen Bereichen. Das ist der Punkt. Das haben wir letztendlich sind wir dann in diese Lösung hineingekommen. Und was wir jetzt gerade aufgebaut haben, das möchte ich noch ganz kurz mal zusammenfassen. Wir haben verstreute Informationen zusammengefasst. Alle Informationen an einem Ort. Wir haben Ad-Hoc-Prozesse, die dann entstanden sind, in geschäftlichen Anforderungen ausgerichtet, nämlich die Verträge erstellt. Wir haben unflexible Technologien, zum Beispiel Excel-Sheets, Dateien, Papiersachen in einen Bereich reingebracht, nämlich alle Geräte verfügbar, verfügen direkt über die aktualisierte Informationen. Und was rausgekommen ist, ist halt hier dann die Lösung. iPhone habe ich jetzt nicht gezeigt, aber es geht genauso gut. Das haben wir erstellt und auf diese Frage, wie fange ich denn am besten an? Ich habe hier einige Starterlösungen in FileMaker. Wenn ich dann reingehe, Datenbank neu von Starterlösungen, dann haben Sie hier verschiedene Starterlösungen wie Anlagen, Kontakte, Content Management, Inventar, Produktkatalog, Event Management, Personaldaten und da finden Sie ein und das andere unten dazu dabei. Und der große Vorteil ist von FileMaker, vorgefertigte App gegen individuelle Apps von FileMaker. Vorgefertigte sind unflexibel, passen nicht in den Unternehmensbereich rein. Sie können sehr komplex sein, es wird einfach zu viel gezeigt. Sie sind separiert, die Daten liegen da und liegen hier und haben eigene Datensilos. Mit FileMaker ist die Möglichkeit, die Sache flexibel zu gestalten, so wie Sie es eigentlich haben wollen, abgestimmt, kosteneffizient. Sie zahlen eigentlich nur für das, was Sie brauchen. Und es wird einfach in bestehende Geschäftssysteme integriert. Wir haben viele, viele Beispiele, wo Kunden angefangen haben mit Starterlösungen und sich selber das Know-how aufgearbeitet haben. Ja, hier noch ein kurzer Überblick über unsere Plattform. Ein zentraler Punkt, um Datenbanken, wenn man mit mehr als drei Leuten gleichzeitig darauf zugreifen möchte, empfehlen wir schon einen FileMaker Server. Ein FileMaker Go kann auch schon hosten bis zu 5 gleichzeitige Zugriffe für FileMaker Go und für FileMaker Pro. Für FileMaker Web Direct brauchen Sie allerdings einen FileMaker Server. Und ansonsten, wenn Sie einen FileMaker Server im Einsatz haben, dann gibt es die Möglichkeit von FileMaker Go
FileMaker Pro Advanced und FileMaker Web direkt darauf zuzugreifen, auf den FileMaker Server. Das hatte ich Ihnen ja vorhin vorgeführt. Wie geht's weiter, wenn Sie nicht alleine weiterkommen? Es gibt Schulung und Support von Mitgliedern. Auf unserer Webseite finden Sie dazu Informationen. Es gibt Schulung zum Selbststudium. Es gibt ein Buch, das heißt FTS Basic, das ich jedem empfehlen würde. Es ist kostenlos auf unserer Webseite zum Herunterladen. Dazu habe ich auch einige Webinare schon angeboten und am Montag mache ich das nächste dazu, wo einige Teilbereiche von dem, was ich jetzt gezeigt, auch gezeigt werden. Es gibt dann auch sogenannte Consultingsunternehmen, die mit FileMaker Pro entwickeln und Ihnen dann professionell ein Werkzeug bzw. eine App programmieren. Ja, die ersten Schritte. Nochmal, Sie haben sich hier runtergeladen, weil sonst wären Sie jetzt nicht in diesem Webinar mit drin. Weitere Informationen auf unserer Webseite finden Sie viele Informationen, wie Sie Datenbanken erstellen. Und ganz, ganz wichtig ist dann auch die ersten Schritte in der Community, das heißt, die kostenlose Mitgliedschaft da. Da können Sie Fragen stellen, da finden Sie so viele, viele Ressourcen und auch Videos und so weiter. Gut. Das war jetzt die Präsentation. Ich schaue mal, ob es noch einige Fragen aufgetaucht sind. Und ansonsten komme ich auch wirklich zum Ende. Und ich habe auch meine Zeit direkt eingehalten. Das finde ich gut. Es sind einige Fragen da. Ich will das Fragenfenster wieder aufmachen dann. Eine Frage ist so gewesen: Funktioniert WebDirect mit FileMaker Pro? Nein, Sie brauchen einen FileMaker Server und die entsprechenden gleichzeitigen Verbindungen. Dann ist die nächste Frage so: Was benötige ich neben FileMaker Pro, wenn ich eine Datenbank auf ein iPad verteilen möchte? Das hängt jetzt davon ab, wie viele Leute drauf zugreifen möchten. Ich hatte vorhin kurz erwähnt gehabt, FileMaker Pro kann bis zu 5 Clients hosten. Ich kann also hergehen mit FileMaker Pro, sagen, ich möchte diese Lösung Sharing und sage hier mit FileMaker gemeinsam nutzen und dann kann ich mit FileMaker Go mit 5 Leuten gleichzeitig darauf zugreifen und kann dann da mitarbeiten. Also wir brauchen keinen FileMaker Server im kleinen Bereich, in größeren Bereichen bräuchten Sie dann, also wenn Sie mehr als 5 haben wollen, bräuchten Sie den FileMaker Server mit den entsprechenden Connection Kits. Die nächste Frage ist, wenn ich unterwegs bin, kann ich das iPad und das Programm nutzen? Ja. Es gibt 2 Möglichkeiten. Sie haben die Möglichkeit, die Datei direkt lokal auf das iPad draufpacken und müssen dann, wenn Sie nach Hause kommen, gucken, dass Sie die Daten synchronisieren durch Import-Export oder durch Skriptprogrammierung. Da kann Ihnen auch der Entwickler helfen dann. Und wenn Sie keine Funkverbindung haben, haben Sie also lokal auf dem Rechner mit dabei. Wenn Sie die Datenbank mit einem FileMaker Server hosten, der Server ist von draußen sichtbar, dann gibt es die Möglichkeit, mit Remote öffnen, direkt auf Ihre Lösung darauf zuzugreifen. Aber das Manko ist hier immer oft so, die instabilen Funkverbindungen, LTE, Edge, 3G und wie sie es alles heißen dann. Und oft, wenn Sie unterwegs sind, wird es unterbrochen. Dann, also wenn Sie häufig unterwegs sind, würde ich immer ein Subset der Datenbank mit auf dem Server mit rausnehmen. FileMaker Go für Windows geplant? Nein. Es ist nicht geplant, weil wir die Ressourcen nicht haben, diese Sachen jetzt noch zu programmieren. Deswegen bieten wir hier WebDirect an, wo man WebDirect auf FileMaker Pro-Lösung zugreifen kann. Was kostet FileMaker Server? Der FileMaker Server kostet selber 999 Euro. Das Server. Und dann gibt es auch die entsprechenden Connecten-Kits, aber da fragen Sie am besten auch unser Vertrieb dann nochmal nach. Da kann ich genaue Preisangaben geben. Wir können auch unsere Webseite schnell mal schauen. Warten Sie mal, ich rufe Safari mal auf, gehe auf filemaker.de und dann gehe ich hier auf Kaufen, sage hier den wir haben verschiedene Preismöglichkeiten für ein Bildungswesen. Dann hier, ich gehe auf den FileMaker Store in Deutschland mit rein. Und Einzellizenzen, 5 Lizenzen, das heißt, gehe ich mal hier ein oder mehr Lizenzen von FileMaker Server. Wähle den mal aus, sage, ich brauche einen FileMaker Server. Und dann sehen Sie auch die unterschiedlichen Preisvorstellungen. Es gibt ein Mietmodell. Das ist also hier
1044, also haben die Preise 999 Euro, stimmt in meinem Kopf nicht mehr. Ich war immer noch fixiert gewesen auf diesen Preis. Es gibt auch zu mieten den Bereich dann. Und wenn Sie mit Verbindungen noch arbeiten wollen, dann kann ich sagen, ein FileMaker-Server und 5 Verbindungen. Und da können Sie Ihr Angebot wirklich explizit zusammenstellen lassen, was es auch dann kostet. Das heißt, hier sehen Sie dann die unterschiedlichen Preise. Die nächste Frage ist, bevor wir zum Ende kommen, ist, kann man dieses Webinar auf YouTube nachschauen? Ich habe das Webinar aufgezeichnet, inklusive der ganzen Fragen, und wir werden es auf YouTube auch hosten. Das heißt also, Sie haben filemakerchannel.de, heißt es, glaube ich, der FileMaker-Channel. Da können Sie auch mal schon mal einfach mal durchscannen auf YouTube. Da finden Sie auch da verschiedene Webinare, die wir schon durchgeführt haben, nicht nur dieses. Gut. Dann stoppe ich mal die Aufzeichnung.